Servusle und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Mitwinzlinge. Schön, dass ihr wieder reinschaut auf eine gemütliche Runde Grounded mit Voucher und mit Nerd Alderle. Hier gab es einen kleinen Umbau, den schauen wir uns sofort bei Tag an. Pünktlich mit euch kommen hier die Glühwürmchen reingeflogen. Habt ihr das gesehen? Es harmoniert hier alles. Die sind wohl irgendwie getriggert auf dieses Dings hier. Ja? Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen mit dem Base Building. Bisher, wir sind so bei Folge 15, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir noch nicht viel Base Building gemacht. Liegt aber daran, dass wir diese Bauteile erst freischalten mussten und dann auch nicht irgendwie Kamikaze-mäßig versuchen irgendwas, sondern wir haben uns schön aufgebaut, gestärkt. Unser Nerd-Alter steht stramm hier. Und jetzt kommen wir so langsam dazu, dem Base Building ein bisschen mehr Liebe zu schenken. Lasst uns kurz schlafen, ich erkläre euch den Umbau und was wir heute anstellen. Erstmal muss ich mal Schelderle finden. Parenga, schlafen, frühstücken. Wir haben leider im Moment kein Heldenfrühstück parat. Digga, es ist mittlerweile Zeit fürs Bett. Hat sie sich jetzt da oben wirklich hingelegt? Da muss ich sie nachher unboxen, sonst kann ich das Ding nicht bauen. Genau, pass auf, ich habe diese Wendeltreppe, das machen wir mal weg. Ich habe die Wendeltreppe abgebaut. Erinnert euch, da war eine doppelte Wendeltreppe. Ich habe die jetzt umgebaut. Es reicht uns eine Wendeltreppe nach oben. Und wir werden nicht, wie ich es ursprünglich geplant habe, komplett zumachen oben, sondern nur die Hälfte. Ja, also im Prinzip machen wir da hinten zu. Jetzt mittlerweile bin ich auch umgestiegen und dachte mir, komm, wir benutzen die Graselemente. Weil wir kommen erstens mal leichter an Gras dran und das Grün bringt uns ja doch so eine kleine Farbnote hier rein, ne? Jetzt machen wir das gerade mal kurz zusammen zu. Dann werden wir nämlich da oben das Lager hinbauen, auf der Hälfte ungefähr, ja? Also nicht ganz die Hälfte, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wenn ich so mache, habe ich drei und zwei offen. Ne, ich möchte es gerne ein bisschen mehr offen haben. Muss ich da, kann ich da hopfen? Jo, ich kann da hopfen. Die zwei machen wir mal weg. Und die zwei machen wir ebenfalls noch weg. Weil das soll ja ein schönes offenes Lager hier unten werden, beziehungsweise eine offene Werkstatt. Sonst sieht es nachher so gedrungen aus. Das will ich nicht. So, Hälfte. Und da oben kommen dann die Lagerkisten hin. Da müssen wir uns mal was überlegen, wie wir es genau anstellen. Das weiß ich noch nicht. Jetzt hängt mir die hier drin. Aber ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb, das wisst ihr. Genau, also diese Geschichte müssen wir aufbauen. Lass mal kurz gucken, ob ich die Treppe gebaut kriege. Sechs Seile, fünf. Ne, wir müssen zum Burgel rüber Eichenschalen besorgen. Ich brauche für Reparaturzwecke, weil ich will nämlich tatsächlich meinen Kolben reparieren und habe bemerkt, ich brauche Quarzit. Also müssen wir Quarzit holen beim Burgel Missionen und Eichenschalen. Und wir müssen auf dem Weg auch heute uns dafür sorgen, die Kochdrüsen zu holen. Das heißt, wir machen jetzt einen Rundlauf, Leute. Wir machen jetzt einen Rundlauf und besorgen uns alles, was wir brauchen. So, das ist schon mal soweit klar. Wir können ja ganz kurz die folgenden Maßnahmen ergreifen, indem wir noch einmal den Ofen umswitchen. Und dann haben wir noch ein kleines Problem, die Pusteblumenstängel. Ne, ich hatte ja da drüben eine Brücke hingebaut, ihr erinnert euch, das sind leider nicht viele Pustis drüben. Wir müssen uns immer noch einen anderen Platz irgendwie suchen. Zur Not müssen wir das Labor in der Hecke vorziehen, um die Ziplines zu bekommen, weil dann können wir nämlich die Stängel rüberschicken. Dann suchen wir uns einen schönen Platz, wo viele Stängel rauswachsen und dann bauen wir uns einen Zipline-Turm auf. Genau, ne? Hier brauchen wir unheimlich viele. Ist alles soweit vorbereitet. Es fehlen nur noch die Unkrautstängel. Jetzt habe ich. Ah ja, richtig, die da wollte ich kurz holen. Ich glaube, eins war es, gell? Jo, wenn nicht, laufe ich nochmal. Ich laufe gern hin und her. Ich liebe den Garten. Es wird jetzt Zeit, dass wir dem Base-Building ein bisschen mehr Liebe schenken. Ist nämlich einer der Gründe, warum ich tatsächlich hier im Spiel unterwegs bin. Genau, lass uns kurz umziehen und hau mal ab. Ich muss nur schauen, wo ich die Rüstung habe. Es wird halt Zeit für ein Lager oben. Wir müssen ein richtig schönes Lager einbauen, dass ich halt die Sachen auch ordentlich wegräumen kann, ne? So, und Quarzit dürfen wir nicht vergessen, heute zu besorgen. Da muss ich allerdings überlegen. Vielleicht gehen wir erstmal zum Burgel. Vielleicht gehen wir erstmal zum Burgel. Wenn wir Glück haben, kriegen wir nämlich den Marker an der Spatenschlucht. Weißt du, das sind nämlich Bombis, Quarzit. Das wäre vielleicht eine Idee. Und hier, ganz wichtig. Wir müssen eins davon entdecken heute, denn da kriegen wir dann die Türen, die ich gestern so vermisst habe, so schmerzlich. So, ich gucke nochmal durch, ob noch irgendwas zum Analysieren ist. Spontan sehe ich nichts. Dann haben wir. Doch, da war noch was. Nee. Nee, ich habe mich getäuscht. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Das reicht uns. Komm, wir hauen ab, bevor ich dann hier noch mehr schwaller und wir kommen wieder zu nichts. Und zwar schwimmen wir einmal hier rüber, nehmen gleich die Bombis mit. Machen dann so einen ganz kleinen Spaziergang an der Vogeldränge vorbei, am Fuße der Vogeldränge. Guck mal, hat er Brücke gebaut. Hat eine Brücke gebaut, ne? Aber er benutzt sie nicht. Weißt du, hier hat es nur ein, zwei Stängel. Das war irgendwie blind gebaut. Ich wollte einfach mal eine Brücke bauen wieder. Ihr kennt mich ja. Und dann komme ich hier rüber, will ein paar Stängel besorgen und merke, dass da gar nicht so viele Möglichkeiten sind.
So, pass auf. Das war die Bombi-Ecke hier, ne? Ja, das die müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Wann sie wieder da sind. Weil ich brauche nämlich die Kochdrüsen. Wir brauchen die Kochdrüsen-Bomberl. Da ist mal einer. Meine Problematik ist aber nicht der Bombi, sondern dass wieder tausend andere hier unterwegs sind. Komm, ich pfeffer den erstmal so. Und dann nehme ich erst den oben. Bömpchen, komm zu mir. Ist der jetzt losgegangen, obwohl ich es gar nicht wollte? Au, beißen ist eine scheiß Idee, Diggerle. Okay, er macht seine Attacke. Das ist die, genau. Bleibst du hier? So, Bombe. Ich habe noch nicht viel Energie dabei, merkst du? Den nehmen wir mit. Ja, dann kommt jetzt wenigstens alle zu ihm. Ja, ich bin zu oft auf der Lunge-Taste. So, jetzt. Volle Energie. Den zweiten haben wir auch gepult. So kennen wir uns. Den haben wir schon mal weg. Ich hole gleich. Eine Kochdrüse, fehlen nur noch drei. So ist es bei uns. Okay, jetzt holen. Ach, der gespuckt. Schön, dass wir die wenigstens abfarmen können. Dann kriegen wir nämlich auch unser Zeugs immer rechtzeitig, weißt du? Zweite Kochdrüse. Heute ist das Glück auf unserer Seite. Schalalala, schalalala. Okay, wir haben keine Zeit zu verlieren. Es geht weiter. Von hier aus in Richtung Vogeldränge, in der Hoffnung, ich finde ein paar Federn. Wir brauchen nämlich später für Federdächer unheimlich viel Material. Das Problem ist nur, dass es da verschiedene Spawnpunkte gibt für die Federn, ne? Immer da, wo der Vogel landet. Und da gibt es bestimmt mittlerweile eine Stelle im Garten, wo ich ganz viel finde. Da ist die Arschlochschnake. Ich hoffe mal, dass ich sie umschwimmen kann. Wenn es gleich summt, müssen wir sie halt wegmachen. Hast du gesehen? Die hing da so ganz unscheinbar an dem Ästchen. Da sind noch mehr hier, glaube ich. Ah, die fühlen sich hier wohl. Hier ist sumpfig und alles. Das hier vermute ich mal, dass es eine Wanze ist. Deswegen lasse ich die Finger weg. Eichelschal müssen wir beim Burgle drüben holen. Beim Burgle. Und Missionen, ganz klar. In der Hoffnung, wir finden was, dass wir schnell die Dinger bekommen. Die Rezepte, die jetzt noch kaufbar sind für uns. So, lass mich mal kurz rüberhamstern, ob ich hier irgendwo eine Feder finde. Manchmal sitzt der nämlich da oben. Ja, wenn nicht, ich muss mal die anderen Stellen irgendwann demnächst ablaufen. Ja, die im Wasser ist da, aber das ist doch im Wasser immer so ein bisschen blöd gewesen, die rauszufischen, oder? Ja, weil wir können ja wie letztes Mal, ich stelle mich einfach drauf. Weißt du? So. Nochmal. 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 So. Es ist aber doch nur ein Federstück jetzt hier rausgekommen, ne? Bei der letzten, die ich gemacht habe, da waren es sechs oder so. Ich gucke nochmal kurz hier rum. Vielleicht müssen wir aber auch hoch und die oben. Ich glaube, die liegen oben in der Schale drin. Kann das sein? Müssen wir mal die Tage hin. Und weil wir sind und weil wir jetzt gerade hier so unterwegs sind, würde ich sagen, machen wir den auch noch klar. So. Und zack. Den nehmen wir auch noch mit. Okay, das haben wir. Zwei Kochdrüsen sind noch offen. Ganz viele Eichelschalen brauchen wir. Plus Missionen. Das heißt, unser Weg führt uns jetzt zum nächsten Bombi-Eck. Da würde ich jetzt auch, dass wir in der Folge heute noch ein bisschen was gemeinsam erleben, den Weg schon mal schneiden, dass wir uns vorne gleich dran wiedersehen. Am Eck, wo die Bombis tatsächlich sind. Heute ist uns das Glück noch nicht so hold, wie ich es gerne hätte. Da vorne ist nämlich gerade der Wolfgang unterwegs, aber der läuft hier weg. Aber er dreht seine Runden. Er dreht seine Runden. Ich weiß allerdings nicht hundertprozentig, ob der jetzt links oder rechts lang läuft, ne? Da hinten läuft er. Und so wie es aussieht, kommt er in unsere Richtung. Ich habe noch Pfeile, 44 Stück. Der müsste jetzt eigentlich abhauen, ne?
Okay, ich glaube, wir haben den eingekesselt. Ich kann dir nur nicht sagen, ob unsere Pfeile... Doch, die reichen. Wir haben es ja gestern festgestellt. Machen wir gleich mit. Das wäre dann Nummer 3. Dann fehlen uns noch 2 Stück. Den muss ich jetzt wegmachen, sonst haben wir den ständig im Rücken hier, ne? Okay, unverhofft kommt oft. Der Dickerle. Ich habe wahrscheinlich genauso viel Angst vor dir, wie du vor mir gerade. Ich habe doch keine Angst. Komm einfach nur runter, du Stück. So, letzter Pfeil. Dann nehmen wir natürlich die Sachen mit. Und dann gucken wir mal, ob die Bombis überhaupt da sind. Quarzit darf ich nicht vergessen, Leute. Das Geräusch, gell? Das ist übrigens auch der Grund zum Geräusch, warum ich keine Spinnen zerdrücken kann. Wenn ich das Geräusch höre, ist bei mir rum. Das ist so für mich von innen raus. Ich könnte die nie knacken lassen. So, wen sehen denn meine trüben Äugchen? Das ist meiner Meinung nach bombastisch. Oh, gleich mal beide gepult wieder. Ja, ihr kleinen Spuckis. Kommt einer mal rüber, bitte. Nur einer. Der war gut. Jetzt nur nicht erwischen lassen. Einen haben wir schon. Wenn der nur beißen wird, wäre es gar nicht so tragisch, gell? Boah, du Sau. Bämchen! Keine Kochdrüse, der junge Mann. Die dritte. Das heißt, wir brauchen noch eine Kochdrüse. Meine Menschen, hätte ich jetzt fast gesagt. Meine Mitwinzlinge, wir brauchen noch eine Kochdrüse. Okay, pass auf. Ich weiß ja, dass wir noch einen an der Spatenschlucht haben. Machen wir mal ganz kurz hier unsere Tour. Ja, die muss ich jetzt kurz wegmachen. Kommt schon die nächste, gell? Oh Gott, 3 Stück. Gott sei Dank kann man in dem Spiel blocken. Das Problem ist nur... So, Moment, ich schwaller gleich weiter. Es gibt die Momente, wo mir das Auge ein bisschen komisch wird. Das ist einer davon. Okay, das war dein... Scheiße, haben die sich beide zurücksetzt jetzt? Nee, die haben wir. Der war fies, Nimmerle. Fieses Nimmerle. So. Gammler. Das Gute ist, wir kriegen hier gleich ein Netz. Okay. Weil ich wollte hinten durch, dann habe ich gedacht, wir nehmen gleich noch ein paar Blütenblätter mit. Okay, so viel zu ein paar Blütenblätter mitnehmen. Die darf ich nicht rausschmeißen, die brauchen wir. Dann machen wir mal folgendes geschwind. Machen wir uns schon mal Seile, weil wir brauchen Seile zum Verbauen zu Hause. Deswegen habe ich die Eier gesagt schon mal. Ich nehme aber an, ich kriege da einen Platz raus, oder? Bei mir wäre es eigentlich... Oh, hat er dich hier drin? Warte mal, ich mache frei. Erzähl's weiter im Garten, dass ich ein Freund der Rüssler bin. Die ganzen Spinnenbrocken, ne? Aber das ist beim letzten Mal, als wir gespielt haben, schon gewesen, dass wir die gar nicht mehr gebraucht haben. Oh. Ich habe hier... Alter, ist die da rumgeschossen? Ich habe keinen Bock auf dich. Hat die dich erschreckt? Ich muss gleich mal ordentlich essen, gell? Warum hat sie die Augenfarbe gewechselt? Das heißt, sie war nicht mehr aggro.
Unser Nerd-Alterle, oder? Mal ohne Witz. Aber gut, es ist ja die dritte Runde. Wenn es jetzt noch so laufen wird wie bei der ersten Runde, wäre es ja auch mies. Okay, lass mich mal kurz ins Inventar gucken. So habe ich natürlich heute nicht geplant. Die können wir rausschmeißen. Den einzelnen Stein schmeißen wir ebenfalls raus. Die Feder nehme ich mit. Defragmentieren bringt uns leider keinen Gesamtplatz, aber ist okay. Ist okay. Dann lassen wir die Blütenblätter und nehmen uns eher die anderen Sachen mit, die wir noch brauchen. Da wäre Eichelschalen. Habe ich einen Zehner? Ich habe sogar einen Siebener, das heißt, die nehme ich noch mit. Die stackt auf. Und tschüss. Also eine Kochdrüse noch, Eichelschalen, Burgle-Mission. Hey, ich finde, in einer Viertelstunde haben wir schon einiges erledigt jetzt, oder? Da können wir uns Phone schreiben. Ich hoffe, ich brauche nicht so schnell wieder Blütenblätter. Rüssi, pass auf, da hinten ist eine Orb-Spider. Was, Orb-Spider? Spinn ich jetzt Voucher? Das ist doch ein Radnetz-Spinn. Komm her, ich muss mal kurz gucken, habe ich was zum Essen dabei? Nee, nee. Doch Pilzbrei, oder? Den möchte er selber nicht essen. Normalerweise habe ich immer genug von denen hier. Da sind doch 10 Stück, ich habe es mal wieder nicht gesehen. Ne? Don't even need to boil it. Jo, da brauchst du nicht viel abkochen, Digga, hau die rein. Oder hol dir da vorne vielleicht mal noch irgendwas anderes dazu. Du kriegst ja gleich Nussstückchen, dann passt es wieder. Schlürf. So, ich hoffe natürlich, dass der Wolfgang, den wir erledigt haben heute, der ist, der jetzt hier eigentlich unterwegs wäre. Okay, auf geht's. Nehmen wir mit, was wir können. Wenn nicht, muss ich nochmal nach der Folge kurz rüberhechten. Keine Nussstücke. Das Host nur dramt. Für was braucht man die nochmal? Ich glaube, für die Treppe. Inventar ist voll. Weißt du was, sind wir uns einig? Da haben wir zum Schluss eh wieder 1000 Stück. Geh weg, ich will das Nussstückle. Ich will das Nussstückle. Ne! Warte. Hier, Baby. Wie, Inventar ist voll. So, Madenzeugs können wir leider keins mitnehmen. Da liegt noch eine Schale mitten im Dreck. So ist das Leben. Hier nochmal eine. Wie viel Uhr haben wir? 14.54 Uhr. Ja, ist genau der Zeitpunkt, um hier richtig Gas zu geben. Die da nehme ich jetzt mit, das passt. Also 10 Stück bräuchten wir schon. Wie ist mit dem Hunger? 8 Stück haben wir, die brauchen wir, glaube ich, genau, um diese Treppe zu bauen, die noch fehlt. Dass ich oben schön anlegen kann mit euch, ne? Ich habe unheimlich Bock, dass wir das Lager so schnell wie möglich oben reinziehen. Jetzt gucken wir mal, was der Robo Junior hier zu sagen hat heute. Loop, doop, doobi, doop. Loop, ne, lass es liegen. So, einmal kurz reingehüpft. Au, Mensch, Quarzit muss ich auch noch besorgen. Ich hoffe, dass wir jetzt die Spatenschlucht kriegen. Den Marker an der Spatenschlucht, das wäre affengeil. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das Coole. Auf das freuen wir uns schon den ganzen Tag. Schaut hin. Pilztür, gebogene Pilztür, Pilzsäule, Haustierhaus, Haustier-Ameisenhelm, Haustier-Madenbrille. Ich würde mal sagen, yeah baby. Alterle, ich habe wieder Zeit. 5 Larven, 5 Glühwürmchen, 5 Radnitzspinnen haben wir gerade gemacht, Burgle, du Arsch. Nee, bist kein Arsch. Ich hätte ja erst zu dir kommen können. Jo, aber weißt du was? Das bedeutet, wir sind so gut wie erledigt. Wir sind so gut wie durch. Wir haben so gut wie erledigt, was ich erledigen will. Ich will das Rezept kaufen. Wir brauchen noch 400 Punkte oder was, gell? Sehr, sehr geil. Aber jetzt werden wir erstmal kurz heimgehen und die Türen einsetzen. Glaube ich. Sollen wir uns noch eine Eichel 2 mitnehmen? Mal noch 2 finden, wäre es gut. Ich guck mal hier, ich guck hier. Nee, nicht so nah da hochgehen. Da vorne ist eine. Oh, und hier liegen Nussbrocken rum. Das Leben ist schön. So. Perfekt. Wenn wir jetzt noch bei dem einen Bombi, im Fall, dass er überhaupt da ist, das ist Punkt 1, die letzte Säure kriegen, diese letzte Kochbeutelgeschichte einsammeln, Leute. Ich würde die da lassen und würde lieber die mitnehmen. Hallo? Wo ist denn das Ding? Da liegt's.
Ja, kann ich ja später nochmal rüber vielleicht, wenn ich Bock habe. Komm, wir versuchen unser Glück. Ich könnte natürlich auch unten aufmachen und bis zum Quarzit so durchlaufen, ne? Wäre auch kein Problem, wenn wir jetzt eh schon klettert sind. Insofern ich auf dem richtigen Weg bin, das weiß ich jetzt gerade spontan nicht. Die Radnetzspinnen sind ja kein Problem. Wenn wir das nächste Mal rüberlaufen, machen wir die einfach mit, dann ist die Quest erledigt. Glühwürmchen haben wir bei uns daheim heute Nacht. Vielleicht erledigen wir die, die gerade im Lager sitzen. So, jetzt kommt natürlich drauf an, ist er da oder nicht. Den habe ich nämlich auch erst gemacht hier. Ich sehe ihn leider nicht. Das heißt aber nichts. Er kann trotzdem noch irgendwo rumhängen. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich kann den Ofen schon in Betrieb nehmen heute. Dann machen wir das halt morgen klar. Da drin sind die 5 Larven, die wir bräuchten, gell? Ich habe nur kein Dings dabei gerade. Nee, das machen wir separat. Es wäre ja blöd, wenn ich jetzt das ganze Loot-Zeugs liegen lasse. Gehen wir heim. Zur Not zischen wir morgen das Zeug. Ja, servus, dich habe ich gesucht. Hast du deine Kochdrüse dabei? Au. Was denn eigentlich hier mit dritter Schlag ist immer ein Stun? Komm rüber. Geh aus deiner Soße raus, Digga. Sprich das nächste Mal. Pem was mit! Kochdrüse, Kochdrüse, Kochdrüse. Yeah, baby! Yeah, baby! Auf geht's! Auf geht's rüber ins Lager. Das heißt, jetzt sind wir in der Lage, mit 2 Öfen zu arbeiten. Entsprechend werden die Bricks schneller fertig. Zweiten Grinder brauchen wir meiner Meinung nach nicht. Müssen wir allerdings erstmal prüfen. Das Leben ist so schön, wenn's läuft. Aber auch wenn's nicht läuft. Ist nicht jeder Tag gleich. Ey, du bist bei diesem komischen Brett. Digga, du musst hier rüber. Komisches Brett sage ich deswegen, weil auch hier manchmal zu meiner Freude die haarige Spinne durchkommt. So, jetzt erstmal hier ins Wasser, dann können wir schon mal flüchten, wenn sie kämen. Wollen wir mal heute gucken, ob ich die Brücke erwische wenigstens, dass wir wenigstens nach solchen Ausflügen rüberkommen. Hier rechts war die Figur. Da hinten wackelt's Gras und schon schwimme ich lieber. Und schon schwimme ich lieber, ich sag das. So wichtig habe ich es dann nicht mit der Brücke, aber da vorne sehe ich sie. Das wäre natürlich schon eine Träumle, die mal zu benutzen. Rüssi, pass auf, da sind Spinnen im Anmarsch. Ich glaube, dass der Rüssler aber nicht so das Futter ist von den Riesenspinnen. Ja, von den Ameisen. Ja, super, hier ist wieder alles zugewachsen. Ja, das tut mir leid, Digga, ich habe das anders hier geplant gehabt. So war das nicht gedacht. So. Schubdubidubabdu. Also, was haben wir denn da für ein Paket? 5 Radnetzspinnen, kein Problem. Glühwürmchen machen wir hier in der Ecke. Die Larven machen wir dann unten. Da kann ich dann auch morgen Quarzit rausholen. Das heißt, wir haben eine 3er-Action-Quest. Die sind morgen erledigt im ersten Teil der Folge. Dann geben wir ab, holen neue Missionen. Passt. Tät ich sagen, Schwanmagen. So, jetzt muss ich nur gucken, wenn ich jetzt da drin gleich, wenn die noch da sind, die Glühwürmer. Und ich bekämpfe die in meiner Base, kann sein, ich reiß alles ab. Hey, die sind despawned. Okay, erstmal die Kochdrüsen hier rein. Und dann hatten wir noch ein 10er-Päckchen Lehm. Das habe ich hier gesehen. Und irgendwo müsste auch das Stückchen Kohle sein. Hier. Herzlich willkommen, zweiter Ofen. So, die Pilze. Dann haben wir hier die Suppe. Ich muss ganz kurz umschwitzen. Haben wir Grünzeug? Seile habe ich dabei. Aber warte mal, die kann ich doch gleich hier rein sausen. Hier, Baby. Komm, wir probieren es gleich mal. Ah, ich muss kurz im Lager was schauen. Und da hinten seht ihr, dass ich da schon 2 Bahnen rausgezogen habe. Da kann sein, dass wir dann außenrum schön einen Außenbereich bauen. Und da gibt es dann auch so kleinere Brückchen zu unseren verschiedenen Türmen. Und darum kommt dann eine Wall. Damit wir mal endlich wieder eine Wall gebaut hin, verstehst du? So, pass auf. Wie jetzt? Habe ich nicht genug Material für 2 Öfen oder was? Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts, Spiel. Sieht noch jemand? Nö, wie gut. Achso, ja, Entschuldigung. Ich hab nicht weiter denkt. Zergi die Magie. Zergi die Magie. Bämchen. Und das soll mal einer sagen, dass bei uns nichts geht. Leute, tolle Runde.
Wir haben noch Zeit. Ich würde sagen, ich schleife jetzt ein bisschen Gras ran und wir bauen uns oben schon mal die Lagerfläche auf. Pass auf, was machen wir jetzt? Hab jetzt Bock drauf. Eins, zwei, drei. Ja, Piet. Oh, Pietle. Pietle, warte mal. Das ist ja die Aufgabe, die uns Burgle gestellt hat. Wie sie wieder hier sind, ne? Aber wo? Natürlich, natürlich. So, aber komm hier mit rüber. Geh von meiner Base weg ein bisschen. Ja, komm. Du kannst da durch, ist nur ein Ghost. Ist doch nur ein Ghost, Mann. Guck mal oben links, wie das gerade so pixelig alles anzeigt. Gut, eins haben wir schon mal. Hi, Stinger. Wo ist die andere? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Fliegenfänger hier, das Teil. So, was habe ich denn jetzt eigentlich machen wollen? Eigentlich wollte ich mich umziehen eben, ne? Eigentlich wollte ich mich eben nämlich umziehen. Ja, das machen wir jetzt auch. Ich räume gerade mal ganz kurz die Pelze hier weg. Federstücke, das kann alles rüber. Alles Tierische kann hier raus, raus, raus. Wo noch Platz ist, kommt es rein. Schalali und Schalalein. Okay, eins, zwei, drei. Und ich brauche die Ameisenrüstung. Wo habe ich die hingestöpft? Wo habe ich die Ameisenrüstung hingestöpft? Eins, zwei, drei. Und Tiny Pete, my friend. Tiny Pete. Hol dir mal ein paar Grashalme. So. Sechs Stück. Habe ich einen Helm nicht auf? Leute. Wollte gerade sagen. Da geht doch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, bis 8 geht's, gell? Wenn wir jetzt noch den Perk haben. Gab es da nicht einen Perk mit 8ern? Guck dir das an. Die ersten zwei Platten von unserem Schalala. Ne, ich habe ja nur 7. So. Aber die Tür müssen wir gleich einbauen. Das müssen wir uns noch angucken zusammen heute. Machen wir jetzt. Bei 7 sind es 14, bei 8 sind es 12. Da müssten doch jetzt eigentlich 3 Dinger fertig sein, wenn ich das richtig sehe. Das wird eine wunderschöne Base. Und das ist nur das Haupthaus, Leute? Jawohl. So, dann kommen wir nämlich hier hoch. Dann können wir hier die Kisten hinstellen. Ein kompletter Lagerbereich wird es hier. Und zwar doppelseitig. Na, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz vor. Kann ich mir nicht geschwind irgendwie aus den Kisten raus so eine Lampe da bauen, dass wir ein bisschen was sehen? 2 Pflanzenfasern, sagt er. Und die Fackel? Dankeschön. Herzlichen Dank. By the power of Helion. By the power. So. Komm mal her, das müssen wir jetzt kurz durchziehen, Leute. Hilft uns alles nichts. So, jung, kommen wir nicht mehr zusammen. Die da sollte ich schon mal einsammeln. Dann kann ich später die andere Birne da bauen. Fup, du, wie du, bab, du. Ich will die erste Kiste hochziehen. Das ist so mein Ziel gerade. Und dafür müssen wir hier Material reinbollern. Wir können natürlich auch hier das Gras mal wegmachen. Das muss ja sowieso weg. Ey, endlich sind wir ein bisschen am Bauen auch, weißt du? Hier kommt ja die Haupttür dann rein. Die können wir übrigens schon mal anzeichnen, wenn wir das wollen. Gott. Energetisch ist anders, Diggerle. Energetisch, der ganze Tag gegen Bombis gekämpft. Und dann kommen da mal so. Rüssi, alles gut? Kriegst bald dein erstes Zuhause? Wir holen uns den nächsten Rüssler, ne? Wir haben dann das Tierhaus jetzt dann. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da Rüssi holen. So, der wäre mal wichtig. Und der da wäre mal wichtig. Dann können wir die erste Kiste mal hochnehmen. Beziehungsweise, stopp, lange Rede, kurzer Sinn. Eine neue Kiste brauchen wir ja sowieso irgendwann. 4 Saft und Kleble. Ja, wenn wir das nicht haben. Ich zeige euch mal kurz, wie ich es mir vorstelle. Dass wir... Also im Prinzip stelle ich mir das vor, dass man hier... Kann ich dann da noch durchlaufen? Ich will dieses Mal ein großes Lager haben, nicht wieder so ein abgespecktes wie beim letzten Mal.
Da kann ich doch dann durchlaufen, oder? Aber das ist so knapp, das sieht so knapp aus. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir machen nur eine Zweireihe. Aber wenn die zwei Reihen groß genug sind, dann kommen wir auch hin. Ich mache das einfach so, dann haben wir auf jeden Fall genug Platz, dass wir hier zwischendrin rumlaufen können. Und hier kommt dann später ein schöner Eichelzaun hin vielleicht, oder? Ein Eichelzaun, Leute. Hauptsache einen, wo wir weit laufen müssen, um viel Materialien zu farmen. Dass wir ja nicht morgen schon fertig sind hier. Wo gibt es den Eichelzaun, Diggerle? Show me the Eichelzaun. Hier ist er, gell? Ja, Leute, machen wir einen schönen Eichelzaun hin. Wie habe ich ihn denn damals gewollt? Mit dem Brettle innen, glaube ich, gell? Eine ganz einfache Geschichte. So, und dann haben wir hier unser Lager. Und da musst du dir ja vorstellen, da passen ja fast zwei Kisten auf eins. Das heißt 2, 4, 6, 8, 10, 20. Boah, das wird schon. Der muss weg hier, Diggerle. Hier musst du ja reinlaufen, ne? Leute, ich bin so happy. Jetzt pass auf, jetzt kommen unsere neuen Elemente. Wir haben diese Hobbit-Geschichte hier. Oder später, wenn wir Türme bauen, kannst du auch halbrunde. Aber für die Aktion hier. Problem ist, ich müsste. Wieso ist denn der Standort jetzt schon wieder versperrt? Das glaube ich ja jetzt wieder nicht. Ich muss kurz. Nee, ich wollte Fenster einpassen. Komisch, dass es jetzt ging und da vorne ging es nicht. So, und dann gehen wir wieder zur Tür. Okay, das kann sein, dass der Standort hier durchs Gras, ne? Schöne Geschichte. Und die sind richtig niedlich geworden, die Dinger. Guck mal, das kann alles weg, weil hier kommt ja noch eine Terrasse hin. Ich glaube, wir holen uns bald einen Rüssler. Das sind ja genug hier, ne? Ich glaube fast, dass wir uns morgen schon mal so einen kleinen Rüssi uns besorgen. Einfach so, dass wir einen Personal Rüssi haben, weißt du? Ich muss es kurz wegmachen. So. Jetzt hoffen wir, dass wir hier nochmal eine Tür reinkriegen. Hängt es jetzt wirklich an dem Gras hier? Wirklich jetzt? So, und das können wir nämlich dann jetzt auch gleich, wenn wir Bock haben, hochbringen. Muss nur kurz gucken, ob das jetzt funktioniert. Das habe ich schon mal gehabt. Das habe ich schon mal gehabt. Mach mal den hier kurz weg. Irgendeiner ist es jetzt, der das sperrt. Vielleicht der da. Vielleicht liegt es aber auch daran. Weil jetzt dürfte eigentlich nichts mehr im Weg sein. Scheinbar doch. So. Das versperrt immer noch. Ich muss gucken, an was es liegt. Weil wenn ich das nicht gleichmäßig bauen kann, dreh durch. So. Halber Boden schon gelegt oben. Was ist da los? Was ist denn da los jetzt? Ich habe drüben nix. Fenster. Tür. Standort versperrt, sagt er. Au, das kann sein, dass es daran liegt. Man weiß es als nicht, ne? Es kann aber auch sein, es liegt an diesem einen Dings da. Jetzt probieren wir mal beides kurz aus. Oh, ein Zehner und ein Zehner. So. Wir gucken nochmal. Wir hatten angezeichnet Wand, Fenster, Tür. Wand, Fenster, Standort versperrt. Aber an dem liegt es nicht, oder? Ich krieg da die Tür nicht rein. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Dann müssen wir es anders machen. Das haben wir auf 8. Dann machen wir das so. Keine Ahnung. Bevor ich da jetzt aber ewig rummache. Ich habe da eh überlegt, ob ich zwei oder eine Türe nehme, weißt du? Von daher, wir haben jetzt nix Fenster, nix, nix. Nix Fenster, nix Tür. Dann machen wir sie hier hin.
Wichtig ist später, dass wir hier eine Tür haben. Und da ist es dann dasselbe Spiel, würde ich sagen. Machen wir es auf die Flucht. Machen wir hier das Fenster. Hier machen wir die schöne Tür hin. Und der Rest wird wieder aus nichts. Beziehungsweise nix Fenster. Nix Fenster, nix. So. So wird ein Schuh. Da würde ich auch noch ein Fenster reinmachen. Da kommt ein bisschen dämmeriges Licht auf von der Seite hier rein. So, was brauche ich für die Tür? Aha. 4 Pilzriegel und eine Eichelkappe. Pilzriegel und eine Eichelkappe. Dann wissen wir auch, dass wir die in Zukunft mitnehmen müssen. Guck dir mal die schöne Tür an. Krass, oder? Gleich. Ich will noch kurz die Pilzriegel mit euch verbauen. Oh, ich merke gerade. Wir sind im Baufieber. Zack. Dass das so zusammenhängend mal ist, weißt du? Dass man es ein bisschen sieht. Okay, das war's erstmal. Guck mal. Hier wird dann nachher dann Platz sein. Es ist gerade die Fackel ausgegangen. Zeichen dafür, dass wir rübergehen in die nächste Folge. Ich freue mich jedenfalls drauf. Hier werden wir natürlich entsprechend zumachen. So, und das ist praktisch unsere Werkstatt mit einer kleinen Halbempore oben, wo das Lager drauf kommt. Von oben aus wird es auch hinten raus auf so eine Art Terrasse gehen, wo wir dann kochen und die Tausammler aufstellen. Eventuell einen Balkon unterstützt mit Säulen. Hier vorne, wenn wir rausgehen, werden wir auf einem kleinen Vorbereich landen, von wo aus dann die große Brücke rüber gespannt wird in Richtung großer Mauer und Hecke. Ne? Alles klar, das speichere ich hier ab. Dann sehen wir uns morgen hier wieder, wenn er möchte. Dann geht's weiter. Ich kann jetzt im Moment noch gar nicht genau sagen, mit was es bei uns weitergeht, weil wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach morgen die Beete unten fertig machen, damit die Pilze wachsen können bei uns. Und wir werden uns ein bisschen Pilzmaterial besorgen, weil, ja, wir müssen Pilzmaterial besorgen, ich muss Fleisch besorgen, das verrotten kann für Dünger und für die Beete unten. Und Pilze pflanzen, die Quests müssen wir machen. Und ich will natürlich versuchen, hier so schnell wie möglich das Mauerwerk reinzuziehen. Nicht, weil ich es eilig habe, sondern einfach, um das zu genießen, wenn wir tagsüber hier sind. Soweit dazu. Morgen geht's weiter. Bis dann.